So, heute widmen wir uns mal dem Sägeblattwechsel bei einer GCM12 GDL. Gehen wir vor wie in der Bedienungsanleitung. Lösen. Eins, zweimal lösen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechsmal lösen. Nicht ganz lösen, man merkt doch, es ist noch leicht locker. Hier aushängen, hinwegziehen, hochklappen. Und den hier einhängen, was aber nicht geht. Schraube ich diese Schraube jetzt hier weiter raus, zumindest bei dieser Maschine hier, die innen auch sehr sauber gearbeitet ist, merkt man, dass man diese Schraube, dass sie sich löst. Hier hinten ist ein Stich, kann es so nicht so gut erkennen. Finger von innen gegendrücken, einhängen, fertig. Dann eben ganz normal mit dem Schlüssel das Sägeblatt ausbauen und wieder einbauen. Umgekehrt halt das gleiche dranbringen. Festschrauben. Festschrauben. Und festschrauben. So. Da die Haube E hier oben drüber geht, ist es natürlich, kann man hier keine wirklich längere Schraube einsetzen. Logisch, weil sie sonst an der Haube hier schleifen würde. Konstruktiv hätte man normalerweise das Gestänge wie bei der guten alten Elo auf die andere Seite setzen können, dann wäre diese Seite komplett frei gewesen. Und man hätte ganz normal einen Deckel nehmen können, den man nur wegmacht. Aber es ist nun mal so, wie es ist.